Melanie muss zur Arbeit. Okay, ihre Energie ist im Keller. Okay, kurz mal eben notdürftig Kaffee. Melanie, wo bist du? Bist du noch da? Hallo? Ah, da bist du ja. Du schlürfst dir mal eben kurz einen Kaffee, weil ich irgendwie vergessen habe, dich schlafen zu schicken. So, Kaffee rein, Kaffee zu. Zack. Warum ist sie denn jetzt verspielt? Schaumbad. Sabrina muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, ja. So, Kaffee. Kurz mal Kaffee trinken und danach zur Arbeit. Was? Er hat so ein würziges Aroma. Hm. Nein, ich mache den Kaffee-Witz nicht. Was für eine Sorte Kaffee das sein könnte und Hot Coffee Mod und so und hier und da und... Komm schon, Melanie, nimm noch einen Schluck Kaffee. Heißer, schwarzer, leckerer Kaffee. Ja, der glitzert sogar so. Komm schon, Melanie, nimm noch einen Schluck. Na, du brauchst noch ein bisschen Energie zum Arbeiten. Ja, ich weiß. Na gut, dann geh mal arbeiten. Du hättest den Kaffee ruhig mitnehmen können. Mist. Ich hätte jetzt gedacht, das mit dem Kaffee könnte vielleicht noch klappen. Melanie ist zur Arbeit. Mal sehen, wie sieht's denn aus bei Melanie? Okay, gut. Verringert die Arbeitsleistung? Meisterküche studieren? Arbeit früher verlassen? Lass es ruhig angehen. So, und Sabrina. 4 Freunde haben. Das hat noch nicht so ganz geklappt. Das heißt... Was? Okay, fleißig arbeiten. Ja. Kannst dich ein bisschen So, und was geht mit euch, Mädels? So, du brauchst noch Freunde. Das heißt, kennenlernen. Über neuesten Spiele reden. Nach Tag fragen. Spielstrategie diskutieren. So, jetzt krieg mal hier Anais als die Bekannte. Genau, die musst du als Freundin kriegen. Was soll denn dieses durchgestrichene Dings da schon wieder? So, mal sehen. Nach Tag fragen. Und... Klopf-Klopf-Witz. So, Charisma-Fähigkeit muss ich nämlich noch Level 2 erhalten. Ja, gut. War die nicht eben schon irgendwie... Hatte sie sich angekündigt? Ich weiß ja auch nicht. Die war irgendwie gar nicht da. Oder wir haben vergessen, sie von der Tür abzuholen. Das wäre natürlich blöd gewesen. Wo ist die denn gerade hergespawnt? Blauhaar, wo kommst du denn her? Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Kleinkriminelle, 2 der Fitness- oder Programmierfähigkeit. Mal sehen, was hat die denn da? Fitness, Level 1. Das heißt, wie sieht's bei ihr mit den Bedürfnissen aus? Hunger. Da ist mal wieder nichts drin. Versuch es mal mit Kochen. Gartensalat, Grillkäse. Beziehungsweise, nein, gut, das da ist jetzt gerade verdorben. Plopp. Den Teller können wir mal wieder nicht anfassen. Ja, Hunger. Warum ist dann alles markiert? Hm.
So. Drei Freunde haben. Jana 256 Simoleons mit nach Hause gebracht. Toll. Yay. Super. Toll, eine Küchenzeile und der Herd sind Schrott. Ah, was? 227 Simoleons? Das reicht nicht mal annähernd für einen neuen Herd. Echt jetzt? Selbstsicher. Mutigen Anmachspruch bei jemand ablassen. Nee, Moment. Nirgendwo hat sie romantische Tendenzen quasi. Nö, bei keinem. Nirgendwo. Ist der Fernseher kaputt oder was ist hier los? Kimba Darfi. Physik Versuer. Mutiger Anmachspruch. Das sieht nicht aus wie Fastfood. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ein Fehler in der Matrix. Ich dachte, Essen sieht immer aus wie Fastfood. Vielleicht, wenn ich es klein genug hacke, dann wird es irgendwann lecker. Gräbt sie jetzt schon an Annette Level 3 Kochfähigkeit. Okay. Hast du jetzt schon... Nein, hat sie noch nicht. Na? Sag mal... War das jetzt da? Zack. Wett? Die Küche ist ein bisschen zu klein für euch Mädels. Ihr seid ein bisschen... Neuen Sim in der Lounge kennenlernen. Nein. Annette ist jetzt kokett. Auf Reizekurs posieren. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Kartensalat fortsetzen? Hallo? Das Spiel macht schon wieder so Anstalten. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal speichern. Es fängt schon wieder an, so dezent rumzubacken. Nach nur 3 Stunden. Ich glaube, ich muss die Sims 4 Folgen länger machen. 15 Minuten sind einfach zu kurz für das, was ich hier so an Mängel quasi zusammenspiele. Ich wollte eigentlich Müll sagen, aber dann wurde Menge draus. Ja, join the Smurfs. Genau. Werde ein Schlumpf. Dann kannst auch du sagen, schlumpf dich ins Knie. Du, schlumpfiger Schlumpf. Was hat die denn? Angespannt. Level 2 der Fitness- oder Programmierfähigkeit. Nee. Sich selbst anklicken, joggen gehen. Du gehst jetzt einfach mal joggen, um so ein bisschen... So. Schon sind wir dich los. Und die drei Mädels können weiterhin in der Küche über Betten und Bücher reden. Ja. Ja, gönn dir! Hat keine gesehen. Mal sehen. Erregendes Geplänkel. Ein scheues Lächeln und kokette Witze haben die richtige Atmosphäre für Romantik geschaffen. Date planen, weil kokett ist. Aha. Nein. Tut mir leid. Date gibt's nicht. Sag mal, was geht denn hier ab? Ich brauche mehr Küchenfläche oder was? So. Der ist nämlich fast fertig. Ups. Hey, ich kann den nicht mehr...
Deb, Delso, echt? Trib, was? Eva, Schwabi, Frong, Vanage. So, Jana, räumt hier mal auf. Shimba. Oh, Zirpa. Das ging daneben. Ja, ja. Ja. Ist auch lecker so. Knuspriger Gartensalat mit so ein bisschen. Alle sind am Schnüffeln. Was stinkt hier so? Was, Mezzo? Hallo, räum doch mal auf, Jana. Okay, romantisch war das jetzt gerade nicht so der Bringer. Beschämt. Unbehagliche Begegnung. Alter. Ihr seid zu viele. Ja, endlich geht Jana. Wo geht die hin? In ihr Bett, hoffentlich. Melanie hat Geld mit nach Hause gebracht und auch Sabrina. So, und Melanie. Geht nicht. Melanies Energie ist im Keller. Das heißt, Melanie geht schlafen. Schlafi, schlafi. Wo war dein Bett, Melanie? So, nicht plaudern. Genau, Bett. Nickerchen machen? Genau, endlich. Mina hat die Kochfähigkeit erworben. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich will nicht sagen, dass das schlimm ist. Nein, nein, nein. Ich glaube, da ist Melanies Bett. So, zack, eingeschlafen. Nickerchen machen vor allen Dingen. Sie ist jetzt wieder selbstsicher und will jemandem einen verrückten Plan vorschlagen. Unfug? Nein. Gemein? Nein. Lustig? Nö. Freundlich? Nö. Sag mal, wo ist denn dieser verrückte Plan jetzt? Ach, kann ja wohl nicht angehen. Liebes Menü, wenn da unten steht, für jemanden einen verrückten Plan vorschlagen, dann ermöglicht mir doch einfach über das Standardmenü verrückten Plan vorschlagen. Aber nein, ist nicht zu finden. Was? Blowjobs? Und dass das auch keiner wegräumt. Okay, Annette. Die Küche ist zu klein. Dann gehst du erst mal dahin. Dann räumt sie eben halt hier kurz mal auf. Ja, da kommt sie nicht hin, natürlich. Sims bockt mal wieder rum. Ne, ist nicht erreichbar. Kannst du Macaroni und Käse fortsetzen. Da kommt sie auch nicht hin. Das kann ja wohl nicht angehen. Gartensalat fortsetzen. Da kommt sie auch nicht hin. Was? Mach ein paar Liegestütze. Also, wetten, wenn ich hier bei Annette das sage, kann sie auch nicht erreichen. Sie kommt da nicht hin. Aufräumen. Sagt sie... Okay, sie geht in die Richtung. Das war ein kurzer Ruckler. Jetzt bleibt sie stehen. Kommt sie nicht hin. Kommt sie nicht hin. Also, Sims, du bockst mal wieder rum. Das heißt, P, Pause. So. Das ist ja ein böser Blick. Wir machen hier eine Aufnahmepause. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich mache auch nochmal Speichern als... Und zwar 005
16.11.2014. Speichern. Speichert. So. Nein, hier, verlassen. Und damit sage ich, das war's. Speichern und verlassen. Ich sage tschüss. Tschüss.